herzlich willkommen hier auf, ich sag's ja, auf den ehrlichsten Kanal. AfD zerlegt die Ampelregierung. Und das macht nur eine Person. Und jetzt hier mal ein Samschnitt. Wenn ich mir alleine BioNTech anschaue, BioNTech hat als Anschubfinanzierung 300 Millionen Euro Steuergeld bekommen, dann da irgendwas entwickelt, gut verkauft. Wir haben ja vorhin die 680 Millionen Dosen alleine angesprochen, die in Deutschland jetzt nicht allein von BioNTech, aber überhaupt gekauft wurden. Der Gewinn hat sich innerhalb von einem Jahr vertausendfacht. Im nächsten Jahr sah es dann noch genauso aus. Die 300 Millionen holen sie nicht zurück, die haben sie denen geschenkt, obwohl die dann 10, 20 Milliarden Euro Gewinn gemacht haben. Und jetzt hören wir hier, die haften nicht mal dafür, dass die möglicherweise vorsätzlich falsch informiert haben, dass gar keine Nebenwirkungen auftauchen. Da würde mich doch mal sehr interessieren, der Haftungsausschluss, den Sie da angeblich vereinbart haben, gilt ja auch für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bei dem, was die Impfstoffproduzenten Ihnen da offenbar fälschlich mitgeteilt haben. Also muss ich mal ganz klar sagen, die erlassen denen unsere Steuergelder von 300 Millionen Euro. Ich kriege eine Anzeige wegen 1400 Euro wegen Steuerbetrug. Wovon ich nichts wusste. Heftig. Das gilt nicht, wenn die gute Herstellerpraxis vernachlässigt oder beziehungsweise nicht eingehalten worden ist, sondern er gilt nur für aufgetretene Nebenwirkungen. Im Rahmen dieser sogenannten Pandemie oder Epidemie, die Hysterie, wurden ja sehr viele Maßnahmen seitens der Bundesregierung ergriffen, an der ja auch die SPD beteiligt war in der vergangenen Wahlperiode, die sogar Herr Lauterbach inzwischen als Schwachsinn bezeichnet. Es gab ja Maßnahmen wie Maskenzwang, Einsperren, Rodelverbote, Leseverbote auf Parkbänken, monatelanger Grundrechtsraub, Einsperren. Stimmt. Wir waren in Rostock, wir haben ja nicht so viele Berge oben im Norden und wir haben da einen Ort, da ist vielleicht so 30 Meter Erhöhung oder irgendwas, vielleicht ein bisschen mehr, in Kösterbeck. Und wir waren da rudeln. Da kam die Polizei an und hat uns das verboten. Es war so irre. Wahnsinn gewesen. Ein völliger Quatsch, weißt du? Um Kriminelle wird sich nicht gekümmert. Wie viel Schindluder die getrieben haben in Berlin. Hier, guckt euch das an. Fast 9 Jahre Haft wegen Millionenbetrugs mit sogenannten Tests. Es ging den Mann laut Richter darum, so viel Geld wie möglich zu kassieren. Um fast 10 Millionen Euro Betrug ein Kioskinhaber, die Kästenärztliche Vereinigung. Und das ist ja nicht das Einzige, weißt du? Man wurde beschissen, auch sind auch unsere Gelder, ja? Beschissen von vorne bis hinten. Dafür hat er 9 Jahre gekriegt. Für 10 Millionen. Das ist so geil. Es ist einfach so geil. Hier, nächste Ding. Da seht ihr mal, wie irre das alles ist, ne? Von der Leyen verzockt Milliarden. Es gibt halt so Worte, die darf ich anscheinend hier bei YouTube nicht benutzen, deswegen, Impfstoffe landen auf dem Müll. In der EU wurden 100 Millionen an Impfstoffdosen vernichtet. Die Europäer müssen den Herstellern bis 2027 weitere Massenlieferungen abnehmen. Und wir erlassen denen noch 300 Millionen, das läuft. Das ist so unglaublich. Von Personen habe ich genannt, Demonstrationsverbote und solche Geschichten, Impfzwang, ich habe es gerade erwähnt, faktisch bei Soldaten und bei bei Personal im... Muss ich auch ehrlich sagen, gerade du bei der Bundeswehr, es tut mir echt leid, dass du so oft geimpft wurdest. In Pflegeberufen, welche von diesen von Herrn Lauterbach ja teilweise als Schwachsinn bezeichneten Maßnahmen würde die Bundesregierung heute nicht mehr ergreifen unter dem Gesichtspunkt, dass man ja auch möglicherweise in ihrer Partei etwas schlauer geworden ist? Ja, ich denke mal, wenn man die Pandemie Revue passieren lässt, muss man natürlich sagen, dass Grundrechte Abwehrrechte gegenüber staatlichen Maßnahmen sind. Und wenn man jetzt Revue passieren lässt, ist sicherlich, das ist ja auch gerichtlich festgestellt worden, die ein oder andere Maßnahme auch unverhältnismäßig gewesen. Jetzt rückblickend das ein oder andere zu betrachten, da kann man leicht sagen, das hätte man nicht gemacht, dass man nachts nicht raus durfte. War es sicherlich problematisch, dass die Schule nicht stattgefunden hat. Das hat sicherlich Auswirkungen, soziale Auswirkungen auf Schüler und Schülerinnen gehabt. Nicht nur gehabt, sondern immer noch. Das zeige ich euch in einem anderen Video. Ist oben verlinkt oder nachher am Ende. Und wenn euer Kind Probleme habt in der Schule oder ihr kennt jemanden in eurem Familienkreis, wo das Kind von der 1. bis 5. Klasse ein bisschen Probleme hat, habe ich unten drinne einen Link von Sofa-Tutor. Schaut euch an. Ein Programm, was man monatlich bezahlen kann, wo du Hilfestellung kriegst, ist es momentan vom Handelsblatt beste Online-Plattform ausgezeichnet. Und es wurde noch von irgendwas ausgezeichnet, ne, 5 Sterne. Einfach raufgehen, einfach mal schauen. Kann ich euch nur empfehlen. Mit denen kooperiere ich schon seit, glaube ich, ein Jahr oder sowas. Ich helfe mal ein bisschen auf die Sprünge. Nach meinen Informationen hier, das hat ja diese Recherchegemeinschaft
WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung rausgefunden, wurden seit Beginn der Pandemie etwa 680 Millionen Dosen in Deutschland oder für Deutschland bestellt. Rechnerisch ungefähr 10 Dosen pro Impffähigen. 10 Dosen. Da frage ich mich, wie haben Sie da gerechnet? Und der Kollege Dietz hier aus unserer Fraktion hat jetzt herausgefunden, also bestellt sind und auf Lager liegen, 227 Millionen. Und dass bei der derzeitigen Impfgeschwindigkeit, von 150.000 Dosen im Monat, das Ganze etwa für 127 Jahre ausreichend wäre an Impfstoff. Boah, das ist auf jeden Fall eine lange Zeit. Halten Sie diese Lagerhaltung für angemessen oder welche Planung steckte hinter diesem Einkaufswahn? Kann ich Ihnen bestätigen, dass Ihre Zahl richtig ist. Die hätte ich Ihnen auch nennen können, weil natürlich Kenntnis herrscht, was wir über die EU-Verträge entsprechend an Impfstoff Na klar, kennt ihr euch aus. Bezogen haben. Aber die Frage hat ja anders gelautet. Und ich muss Ihnen nach wie vor sagen, es war eine richtige Einkaufsstrategie, die Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen Union mitgetragen hat. War natürlich wichtig, dass wir darauf gesetzt haben, dass wir schnell einen sicheren und wirksamen Wirkstoff zur Verfügung haben. Ja, aber also mich interessiert noch mal, wer hat denn da kalkuliert? Ich meine, dass Deutschland etwa 84 Millionen Einwohner hat, ist allgemein bekannt. Das dürfte sogar in der Bundesregierung sich zwischenzeitlich rumgesprochen haben. Wenn wir dann knapp 700 Millionen Dosen einkaufen und diejenigen abziehen, die sich nicht impfen lassen können, auch weil es Kinder sind, kommen wir auf ungefähr 10 Schüsse sozusagen in den Oberarm. Also ich habe es zumindest nicht mitbekommen, dass das jemals transportiert wurde. Es war ja zunächst von einer Impfung die Rede, von einer zweiten. Dann wurde der Booster noch so ein bisschen geboostert. Wie viele Milliarden wurden insgesamt in den Sand gesetzt seitens der Bundesregierung für vernichtete Materialien, speziell Masken, Tests und Impfdosen? Ja, ich beantworte Ihnen gern die Nachfrage zu Ihrer Frage. Auch ich hätte es schon getan, aber ich erläutere es nochmal. Natürlich sind mehr als 90 Millionen Impfstoffdosen, die du jetzt für eine Impfung der Bundesrepublik gemessen an Einwohnerzahlen gebraucht hast, bestellt worden. Das war aber eine ganz bewusste Strategie, eine Portfoliostrategie, dass ich auf verschiedene Unternehmen und auf verschiedene Technologien gesetzt habe. Meinen Sie wirklich, dass es da um Seenotretterei geht? Also wäre es nicht viel einfacher, die Menschen einfach wissen zu lassen, wir retten euch auf See nicht, in der Hoffnung dann, dass sie in Afrika bleiben? Also die Frage der Sicherheit des Seeverkehrs ist unabhängig von der Zahl der Fahrzeuge, die davon betroffen sind. Meine Frage, Herr Minister, zum einen die Allgegenwärtigkeit von Propaganda, von Verboten, von Überwachung, zum anderen die Negierung von naturwissenschaftlichen Fakten und zum dritten schließlich die Allgegenwart von berauschenden Mitteln. Bei allen drei Punkten fühle ich mich so ein bisschen an die Situation in Deutschland erinnert. Ich fange mal mit dem letzten Punkt an, berauschende Mittel, Cannabis-Freigabe, die Sie ja auch weiter betreiben, Cannabis wirkt, ich habe es mal nachgegoogelt, verändert die Wahrnehmung, berauscht, beruhigt, senkt das Schmerzempfinden und vermittelt das Hochgefühl. Also alles Wirkungen, die man bei dem Konsum ihrer Politik gebrauchen kann. Jetzt haben Sie auch noch ins Spiel gebracht, das unerlaubte Entfernen vom Unfallort zu kriminalisieren. Auch da sehen manche einen Zusammenhang zur Cannabis-Freigabe. Wie antworten Sie solchen Menschen, die sagen, auf der einen Seite erfolgt die Cannabis-Freigabe, um den Umgang mit ihrer Politik zu erleichtern und zum anderen hängt damit auch die Entkriminalisierung der Fahrerflucht zusammen? Sehr geehrter Herr Abgeordneter Brandner, wenn ich einen sachlichen Kern aus diesem zum Teil ja dann doch etwas polemisch zugespitzten Vortrag herausschäle, geht es ja im Wesentlichen vermutlich einmal um die Frage, sind die Entkriminalisierungsschritte beim Cannabis gerechtfertigt? Und das ist eine Frage, die man natürlich nicht isoliert, sondern im Gesamtzusammenhang sehen muss. Wir haben in Deutschland die Situation, dass man legal harten Alkohol erwerben kann. Wir haben die Situation, dass man legal toulolhaltige Getränke erwerben kann. Und wir haben seit vielen, vielen Jahren eine sehr intensive fachliche Debatte um die Frage, ob die rein repressive Drogenpolitik in Deutschland nicht in Wahrheit gescheitert ist. Wie seht ihr denn das? Sollte Cannabis erlaubt werden oder sollte es nicht erlaubt werden? Wie seht ihr das mit Alkohol? Sollte Alkohol verboten werden? Meine Meinung dazu, Gras ja, Alkohol auch. Ich bin nur so ein absoluter Feind gegen diese ganzen harten Drogen. Aber ich denke mir auch, wenn Leute das nehmen, ne, solange sie damit kein Stören, kein Belästigen oder sowas, das in ihren vier Wänden nehmen, ist mir es auch relativ egal. Diese Koalition hat sich der Meinung derjenigen angeschlossen, die sagen, dass insbesondere im Bereich der Verfolgung von Cannabiskonsumenten diese repressive Drogenpolitik gescheitert ist. Und wir wollen die jungen Menschen fernhalten von Dealern. Wir wollen idealerweise die Dealer
arbeitslos machen und dafür sorgen, dass der Gesundheitsschutz gewährleistet ist, dafür, dass wir mehr Produktkontrolle haben. Und das ist ein ehrenvolles Anliegen. Meine Frage ging ja nicht dahin, wie viele Projekte es gibt, sondern wie viele Klimaanpassungsmanager im Einsatz sind. Und jetzt haben wir uns mal kundig gemacht, was sind Klimaanpassungsmanager? Die unterstützen eine Kommune oder Organisation dabei, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Das ist eine heterogene Gruppe in Bezug auf ihren beruflichen Hintergrund. Es kommen in Betracht Umweltpsychologen, Politologen, Sozialwissenschaftler oder einfach Personen, die Veranstaltungen moderieren oder organisieren können. Mit anderen Worten, jeder, der was kann oder auch nichts kann, kann Klimaanpassungsmanager werden. Also klassische Förderung ihrer Klientel. Meine Frage deshalb konkret auf diese 78 Projekte. Wie viele Klimaanpassungsmanager werden da beschäftigt und was wissen Sie über deren berufliche Qualifikation? Von daher kann ich Ihnen jetzt nicht ganz genau sagen, wie viele Menschen in Deutschland ja am Ende jetzt auch in der Klimaanpassung arbeiten. Ich kann aber sagen, wir haben diese Projekte gefördert, diese 78 Projekte, und dort ist es am Ende die Aufgabe der Kommunen, hier passgenaues Personal für die Außeraufgabe der Klimaanpassung zu finden. Und also im Grunde, wie allgemein bei den Grünen, scheißegal, was du kannst, wer nichts kannst. Und du kannst eben festleben, dann bist du genau der Richtige. Dass Menschen mit einem sozialwissenschaftlichen Studium, mit einem technischen Studium, mit anderen Qualifikationen sich darauf bewerben und dann dort für geeignet finden, das ist Aufgabe der Kommunen, die Personen auszuwählen. Lustig, was er gerade gesagt hat. Ne? Studium, dies, das, Ananas. Aber Hauptsache, wir haben Minister, die einfach die haben ja gar nichts. Ja, danke. Aber dass diese KlimaanpassungsmanagerInnen irgendwelche Qualifikationen mitbringen, können Sie ja nur vermuten. Sie wissen ja nicht, wer da so alles vor sich hin wurstelt in den Kommunen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also vielleicht gehen Sie da nochmal der Sache nach. Jetzt kosten die ja eine Menge Geld. Ja, die kosten ja nicht nichts, sondern der Bund gibt ja eine Menge Geld dafür aus. Deshalb wäre meine Frage, wie evaluieren Sie denn? Wie wird denn der Erfolg oder der Misserfolg dieser KlimaanpassungsmanagerInnen gemessen? Und kann man auch denen vielleicht nachweisen, dass sie tatsächlich auch dafür da sind, dass CO2-Einsparungen entstehen? Herr Brandner, ich glaube, in Ihrer Frage ist sozusagen still ein Widerspruch oder ein Missverständnis steht darin. Klimaanpassungsmanagern geht es nicht um Klarheit des Klimaschutzes, sondern es geht darum, Maßnahmen zu definieren innerhalb einer Kommune. Die können in jeder Kommune sehr unterschiedlich sein. Also mit meinen Worten gefasst, ist es so, scheißegal, was sie machen. Hauptsache steht Klima drin. Das heißt also, wenn die sich einfach wie die Klimakleber einfach mal irgendwelche Bäume weiter absägen und sowas, weil das Manager entschieden hat, der die Richtlinien vorgibt, ist das in Ordnung? Ideologen denken einfach, ja geil, haben was gemacht, weil unser Klimamanager das vorgeschlagen hat. Und wir haben vertut und blasen, keine Ahnung. Wie viel kriegen die denn? Eine Stadt hat ganz andere Herausforderungen als der ländliche Raum und deswegen werden auch dort die Qualifikationen sehr unterschiedlich sein, die Klimaanpassungsmanager vor Ort brauchen. Aber ich würde mich freuen, wenn wir da eine breite Unterstützung im Haus für haben. Klatsch, 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 klatsch. Das war jetzt die Antwort gewesen. Ja, okay. Fünf wichtigsten und aktuell bedeutendsten Themenfelder im Verbraucherschutz sind die Unterstützung von Verbraucherinnen in der Energiepreiskrise und Überschuldungsprävention, der digitale Verbraucherschutz, die Stärkung der Durchsetzung von Verbraucherrechten, die Steigerung des nachhaltigen Konsums und die Eindämmung gefährlicher Produkte. Da geht es vor allem um Produktrückrufe. Das hört sich ja alles sehr gut an. Denkt man sich, Mensch, da geht was ab beim Verbraucherschutz in dieser Bundesregierung. Wobei ich persönlich öfter mal den Eindruck habe, dass der Verbraucher vor der Regierung geschützt werden sollte und die Regierung da, wo Sie tätig sind, relativ offene Tore noch hinterlassen hat. Jetzt ist ja der Verbraucherschutz in Ihrem Ministerium zusammengeführt worden, nachdem in der letzten Wahlperiode, ich weiß nicht, wie es davor war, ein Teil des Verbraucherschutzes im Justizministerium ja noch angesiedelt war. Das ist also jetzt gebündelt in Ihrem Ministerium. An konkreten Initiativen, also außer diesen fünf Zielen, die Sie gerade genannt haben, habe ich bisher wenig vernommen. Deshalb meine Frage, wie viele Personen in Ihrem Ministerium sind tatsächlich mit dem Verbraucherschutz beschäftigt und was konkret haben die in den letzten anderthalb Jahren auf die Kette bekommen? Das Wort Frau Künast, das schaffe ich alleine. Ich brauche nicht so Mitarbeiterstöße wie Sie. Ich schaffe das intellektuell schon durchaus. Wir können uns mal zusammensetzen. Ich erkläre Ihnen dann, wie man Fragen formuliert und Fragen stellt. Können wir gerne mal machen. Ich lade Sie auf einen Kaffee ein. Ich bin JKH, 6. Etage. Würden Sie das bitte mit der Kollegin Künast in einem anderen Format klären? Nein, ich habe es ja vorgeschlagen. Es ist jetzt. Greifen Sie zu, Frau Künast. Herr Brandner, ich nehme an, Sie haben Interesse an der Antwort des parlamentarischen Staatssekretärs. Und dazu bekommt er jetzt das Wort.
Ja, danke, Herr Brandner. Also erstmal Ihre Bewertung teilen wir natürlich überhaupt nicht in der Bundesregierung. Die konkreten Anzahl der Stellen werde ich Ihnen noch mal schriftlich nachreichen. Aber um es vielleicht noch mal ganz konkret zu machen, zur Unterstützung von Verbraucherinnen bei der Energiepreiskrise hat die Bundesregierung eine Vielzahl an Maßnahmen ergriffen. Ich möchte an dieser Stelle einmal auf die Entlastungspakete hinweisen, auf die umfangreichen Entlastungspakete, einmal auf die Verhinderung von Energiesperren, die Schaffung der Gas- und Strompreisbremse. Und wir haben eine Vielzahl an Projekten, auch gerade bei der Überschuldung und Schuldnerberatung mit auf den Weg gebracht. Das zeigt, dass wir da sehr aktiv sind. Das ist jetzt ein Beispiel aus diesen fünf Feldern, die ich Ihnen vorher genannt habe. Deswegen wird das nächste alles wieder teurer, weil Sie so viel geschafft haben. Und so lässt sich das dann auch über die anderen fünf Felder beliebig hinwegführen. Wir sind hier sehr aktiv und der Verbraucherschutz hat bei uns eine hohe Priorität. Das hörte sich ja nach den einleitenden Worten ganz gut an. Ich dachte, jetzt kommt wieder nicht zuständig, keine Ahnung oder meine Frage verdrehen. Aber es kam ja so ein bisschen was zu Ihnen. Ich helfe Ihnen mal ein bisschen mit Zahlen aus. Nordrhein-Westfalen beispielsweise. 40% der Schüler an den allgemeinbildenden und den beruflichen Schulen haben einen Migrationshintergrund in Nordrhein-Westfalen. Etwa 990 der 2700 Grundschulen, also über ein Drittel, da sind deutsche Schüler in der Minderheit und in der Mehrheit sind Schüler mit Migrationshintergrund. Das sind Tatsachen. Meine Frage ist, ob sich Ihr Ministerium oder Sie persönlich auch sich schon mal Gedanken darüber gemacht haben, welchen Einfluss hat denn dieser hohe Anteil von Migrantenkindern in Schulen letztendlich auf die Qualität des Unterrichts? Erschreckende Zahlen. Warum haben die Deutschen keine Kinder mehr? Schreibt es mal in die Kommentare rein, das würde mich interessieren. Woran hapert das? Warum wollen Deutsche keine Kinder mehr? Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich habe eben bereits darauf verwiesen und das würde ich gerade seitens des Bundesforschungsministeriums noch mal betonen, dass Korrelation und Kausalität unterschiedliche Dinge sind und die Bildungswissenschaft da auch sehr, sehr deutlich zum Ergebnis kommt, dass eben nicht der Migrationsstatus als solcher Ursache dieser Herausforderung ist, sondern die Kombination von sozioökonomischen Herausforderungen in genau dieser Bevölkerungsgruppe, die überproportional häufig von sozioökonomischen Risikolagen betroffen ist und eben die Frage, ob zu Hause deutsche Sprache gesprochen wird oder eben nicht. Das sind die entscheidenden Dinge, die wir explizit auch im Startchancenprogramm in der Konzeptionierung mit den Ländern gemeinsam berücksichtigen. Aber wenn zu Hause kein Deutsch gesprochen wird, was ich absolut verstehen kann, wenn ihr auswandert, sprecht ihr bestimmt auch eher Deutsch als irgendeine andere Sprache, dann hat es aber doch auch Ursachen in der Schule. Also hat doch die Migration doch denn Ursachen in der Schule. Und ich glaube, auch dann hat es Auswirkungen auf eine Klasse, wenn die Deutschen in der Minderheit sind. Das war jetzt auch das war eigentlich ein Ausbau meiner Frage, also und keine Antwort. Die Antwort war doch, ob Sie Gedanken darüber gemacht haben, welchen Einfluss das auf die Qualität der schulischen Ausbildung hat. Da haben Sie auch keine Antwort drauf. Also offenbar gibt es da auch keine Erhebungen dazu. Aber sei es dahingestellt, wir haben noch die Frage, die geht auch in die gleiche Richtung. PISA und IGLU-Studien gibt es ja. Wir waren ja mal weltweit führend, Deutschland als Nation, also als Bildungsnation, als Nation der Erfinder beispielsweise, das bröckelte immer weiter ab. Wir schneiden grottenschlecht ab in den PISA-Studien. Auf der einen Seite, die Welt lacht sich kaputt über uns, auf der anderen Seite haben wir inzwischen einen Abiturientenanteil an 51% pro Jahrgang. Wir haben Durchschnittsnoten beim Abitur von 2,0. Also die Menschen werden offenbar immer schlauer, immer mehr machen Abitur, immer mehr haben bessere Noten. Ich habe mich schon ganz oft gefragt, wie manche Abiturienten Abitur haben können. Die haben ja die sind ja zum Scheißen zu blöd. Wahnsinn, was sie an erzählen wollen. Auf der anderen Seite haben wir international den Anschluss verloren. Wie passt das zusammen? Sehr geehrter Herr Kollege, das Gute ist ja, dass bei uns im Ministerium nicht einfach der Staatssekretär sich am einsamen Schreibtisch Gedanken macht und dann einfach private Schlüsse zieht, sondern dass wir zu solchen empirischen Zusammenhängen eine gut aufgestellte Bildungswissenschaftslandschaft in Deutschland haben. Und auf diese empirischen Ergebnisse habe ich eben verwiesen. Im Übrigen ist zusätzlich auch die Frage, die Sie im zweiten Teil mit angesprochen haben, nach den Abiturnoten, Zuständigkeit der Länder. Öffentlich auch mehrfach deutlich gemacht haben wir natürlich, dass wir zu genau diesen Fragen mit den Ländern in engem Austausch sind. Das ändert aber nichts an der verfassungsrechtlichen Zuständigkeit. Einfach mal nicht direkt darauf antworten. Schön. So stelle ich mir die Regierung vor. Des Abgeordneten Stefan Brandner zur Entwicklung der Anzahl von Professuren für Genderforschung und Pharmazie seit 2010. Herr Stein. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Abgeordneter, Ihre Frage beantworte ich seitens der Bundesregierung wie folgt. Im Jahr 2021 gab es in Deutschland 194 Professuren im Forschungsbereich Pharmazie. Gegenüber dem Jahr 2010 hat sich die Zahl der Professuren in diesem Forschungsbereich Pharmazie um 21 erhöht.
Eine Gesamtzahl von Professuren im Bereich der Geschlechterforschung liegt aus der amtlichen Statistik nicht vor, da das Forschungsfeld in der Fächersystematik der Hochschulstatistik im Vergleich zum Forschungsgebiet Pharmazie nicht gesondert ausgewiesen. Aber auch da, ne, es ist kein Geld da und es sind 21 Leute mehr. 21 Leute, was kommt, was kriegt so eine Person? Machen wir mal so drei netto, sind ungefähr 4,2. Wie waren das? Ungefähr 20 Leute, nicht wahr? Sind das im Monat? 84.000 im Monat. Über 1 Million im Jahr. Boah, geil. Und ich weiß gar nicht, kommen da noch Arbeitgeberanteile dazu? Ich habe keine Ahnung, wie das war. Die werden ja vom Bund bezahlt, wie es da so aussieht. Das ist ja schade. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, oder? Dass gar nicht erfasst wird, wie viele Gender-Lehrstühle es in Deutschland gibt. Ich habe gerade noch mal gegoogelt, um die 200, also mehr als Pharmazie beispielsweise und noch viel mehr auch als in den Naturwissenschaften beispielsweise, wenn man sich das anschaut. Jetzt braucht ja nicht jeder einen Genderwissenschaftler. Also ich persönlich halte das für entbehrlich. Ich habe noch nie einen Genderwissenschaftler gebraucht. Ich weiß nicht, wem es hier im Hause anders geht, der da schon mal Rücksprache genommen hat, weil ja die Lehrstühle für Genderwissenschaften, aus denen kommen ja ganz, ganz viele kleine, ausgebildete Genderwissenschaftler raus. Vor dem Hintergrund... Ist das ein kranker Scheiß? Meine Frage, der volkswirtschaftliche Mehrwert von diesen Genderwissenschaftlern, die ja ausgebildet werden durch die genderwissenschaftlichen Lehrstühle, wie lässt sich der volkswirtschaftliche Mehrwert messen? Welchen Einfluss beispielsweise haben mehr Genderwissenschaftler auf ein steigendes Bruttoinlandsprodukt? Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Freiheit von Forschung und Lehre, die hat in Deutschland Verfassungsrang im Grundgesetz. Auch die Bundesregierung bekennt sich zur Wissenschaftsfreiheit und deshalb werden wir auch weiter diesen Kurs verfolgen. Das ist kein. Ich bin immer echt erstaunt, wie viele Leute hier sitzen. Müssen die nicht da sein? Keine politischen Einflüsse auf die Auswahl solcher Lehrstühle gibt, sondern dass das der Freiheit des Systems überlassen bleibt. Aber wie unwichtig das ist, wie unwichtig das ist, da hättest du so 10 Professoren gehabt oder Genderlogen, nenne ich jetzt einfach mal, 10 reichen doch auch aus. Prozentual leben ja nur 2% in Deutschland. Da muss es aber 200 Typen geben dafür. Ist unglaublich. Jetzt können Sie natürlich Ihr Beifall teilen. Das scheint ja zu funktionieren mit so Schmalspurantworten, dass zumindest Ihre Kollegen klatschen. Aber ich habe nicht nach politischem Einfluss gefragt, sondern ich habe danach gefragt, welchen positiven Effekt die Absolventen dieser Genderwissenschaften auf das deutsche Bruttoinlandsprodukt haben. Da haben Sie nicht drauf geantwortet. Wahrscheinlich gibt es ja auch keine Zahlen zu. Genauso wenig Zahlen, wie es dazu gibt, wie viele Gender-Lehrstühle es überhaupt gibt. Vor dem Hintergrund nochmal die Frage. Wir haben ja den Fachkräftemangel heute auch schon mal thematisiert. Wäre es nicht zur Abhilfe des Fachkräftemangels beispielsweise angezeigt zu sagen, okay, wir nehmen jetzt keinen politischen Einfluss, aber wir machen das vielleicht so wie das Haus Özdemir. Wir versuchen die Gesellschaft darauf vorzubereiten durch Werbemaßnahmen, dass man sagt, also Genderwissenschaften bringen unser Land nicht so richtig nach vorne. Wir brauchen Naturwissenschaftler, wir brauchen Ingenieure, wir brauchen Informatiker, dass die Bundesregierung da mal ein bisschen gegensteuert. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, Sie wissen, dass wir insbesondere im MINT-Bereich genau für diese Themen aktiv werben. Auf die verfassungsrechtliche Freiheit der Wissenschaft habe ich bereits verwiesen. Dazu gehört nicht nur, dass wir nicht nur gesetzlich nur politischen Einfluss auf die Auswahl nehmen, sondern dass wir auch von bundesregierungsseitigen Kampagnen zur Diffamierung einzelner Forschungsbereiche absehen. Das Abgeordnete Stefan Brandner betreffend Erfolge des Bundesministers für Digitales und Verkehr im Bereich der Digitalisierung. Ich dachte, da passiert ein bisschen mehr, denn Sie haben sich ja als FDP insbesondere die Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben gehabt. Es gibt einen nationalen Normkontrollrat, der hat sich auch kritisch damit auseinandergesetzt und festgestellt, dass Deutschland der Entwicklung in den letzten Jahren in den Ländern der Welt hinterhergelaufen ist. Und 2017 wurde ein Online-Zugangsgesetz geschaffen, das die Wende bringen sollte. Aber Deutschland ist doch nicht mehr der Vorreiter. Deutschland ist nur das Endlicht. Und wer das auch so weiterhin haben möchte, dass Deutschland überall hinterherläuft, dann wähle einfach genau die falschen Parteien. Und ich bin einfach dafür, dass halt Germany first ist und deswegen versuche ich einfach mal was Neues zu wählen. Versuch macht klug, ne? In diesem Online-Zugangsgesetz waren 575 Verwaltungsleistungen definiert. Im November 2022, 2 Monate vor Ablauf der Umsetzungsfrist, waren es 33, also knapp 6% davon umgesetzt. Das waren jetzt 5 Jahre Zeit, noch ein halbes Jahr obendrauf. Wir haben knapp 6% Erfüllung, die Frist ist abgelaufen. Wie konkret stellen Sie sich jetzt vor, dass die weiteren etwa noch 500 Verwaltungsleistungen, die digitalisiert werden sollen, umgesetzt werden? Ja, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Brandner, der Unterschied bei der neuen Digitalstrategie ist, was ja quasi das Kursbuch ist für diese Legislaturperiode, dass wir eben nicht ferne Ziele in der Zukunft gesetzt haben, sondern Ziele bis 2025, die messbar und ambitioniert sind. Und dafür gibt es ein anderes Gremium, den
Was Sie angesprochen haben, das Online-Zugangsgesetz, ist leider nicht in der direkten Zuständigkeit des BMDV, weil wir hier nicht in der Federführung sind, das ist das Innenministerium. Das ist aber nichtsdestotrotz Teil der Digitalstrategie. Und Sie haben recht, das ist hier auch lokal unterschiedlich, weil die Umsetzung dessen ja auch eine Aufgabe in Ländern. Ich finde lustig, parlamentarischer Staatssekretär für Digitales. Und sagt dann, das ist hier gar nicht drin, das ist mal das Innenministerium. Ja, geil. A weiß nicht, was B macht. Haben Sie recht, dass wir da in der Tat besser werden müssen. Da gibt es noch Defizite und das Ziel ist ambitioniert. Da müssen wir noch auf allen staatlichen Gebietskörperschaften uns sehr anstrengen. In die Richtung Infrastruktur, die A45 ist ja gesperrt bei Lüdenscheid, die Talbrücke Ramede wurde gesprengt. Es waren schöne Bilder, die zu sehen waren im Fernsehen. Vielleicht wäre sie zu retten gewesen, wenn die Verkehrsminister in Düsseldorf früher reagiert hätten. Nun ist es zu spät. Sendung! Hat funktioniert. Minister Wissing hat gejubelt, es herrschte Partystimmung. Er hat gesagt, also das wäre jetzt ein Tag des Optimismus und der Zuversicht. Jetzt geht es richtig voran. Da frage ich Sie, was geht da richtig voran? Wir haben eine Autobahn, die Hauptverbindung zwischen Ruhrgebiet und dem Frankfurt-Main-Raum. Die ist seit anderthalb Jahren gesperrt und nach anderthalb Jahren schaffen Sie es, eine Brücke zu sprengen. Die neue steht ja noch lange nicht. Vor dem Hintergrund meine Frage, wie viele Brücken im Autobahnbereich sind noch dafür vorgesehen, saniert zu werden im Laufe dieser Legislaturperiode? Und wann werden Straßen wieder eröffnet und nicht lediglich gesprengt? Also zunächst mal müssen ja bei der Vorbereitung für einen Abbruch oder eine Sprengung einer Brücke gewisse Genehmigungsverfahren durchlaufen werden. Das wissen Sie. Diese Genehmigungsverfahren dauern in Deutschland zu lange. Deshalb Bürokratiewahnsinn Deutschland. Sind wir ja gerade mit den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben, Planungsbeschleunigungsgesetz, daran, diese Genehmigungszeiten zu halbieren. Und richtig ist, dass bevor eine neue Brücke gebaut werden kann, die alte Brücke beseitigt werden muss. Das ist jetzt durch diese Sprengung erfolgt. Und dann gibt es anschließend ein gesetzlich geregeltes Verfahren, wie über eine entsprechende Planung und Genehmigung und Planfeststellung und Ausschreibung es zu einem Neubau kommen wird. Hier setzt das BMDV und die zuständige Autobahngesellschaft alles daran, den Neubau, die Neuerrichtung dieser Brücke beschleunigt zu realisieren, also schneller als bei Projekten in der Vergangenheit. Sie haben gefragt, wie viel Brücke. Also, wenn die Autobahn so schnell gebaut wird, also die Autobahnbrücke so schnell gebaut wird, wie er redet, dann ist kein Wunder, dass es noch die nächsten 20 Jahre dauert. Ne? BER. Noch zu sanieren sind. Nach meiner. Okay, hab bestimmt manche nicht verstanden. Flughafen BER. Erkenntnis sind bis 2030, also jenseits dieser Legislaturperiode, circa 3000 Brücken zu sanieren. Und deshalb hat ja das Bundesministerium für Digitales und Verkehr die Zahl der zu sanierenden Brücken pro Jahr von 200 auf 400 erhöht. Wahnsinn! Das ist Deutschland, das war's gewesen. Lasst gerne ein Abo da, lasst ein Like da, macht alles, was ihr wollt, schreibt rein. Oh, ich bin erstmal raus.